Hallo ihr Lieben, Aaron und ich probieren heute für euch die Kampfsportart Brazilian Jiu-Jitsu aus. Wer von euch noch nichts davon gehört hat, nein, es ist nicht Capoeira, abgekürzt wird es BJJ. Und wir dürfen heute mit dem Weltmeister Yavuz Ilgay trainieren. Erstmal herzlich willkommen beim VfL Wolfsburg. Wir machen heute Brazilian Jiu-Jitsu. Und damit wir das vernünftig machen können, machen wir es traditionell in einem Gi. Wenn wir mit dem Anzug kämpfen, dann dürfen wir diesen Anzug sowohl meinen eigenen als auch den vom Gegner greifen, anfassen, festhalten, was auch immer. Das ist gut für Würfe, wenn ich dich packe und zu Boden bringen will, für Kontrollgriffe und sowas, das ist ganz nützlich. Und ich kann natürlich auch hier einfach in die Würge gehen oder mit meinem Ärmel dich würgen. All so eine verrückte Sachen kann man machen. Und wenn wir uns entscheiden sollten, No-Gi, also ohne den Gi zu kämpfen, dann hätten wir jetzt eng anliegende Kleidung an und dann dürfte man die Kleidung nicht greifen. So, dann greift ihr mal das Ende. Ich zeige dir einfach mal, wie das ungefähr geht. Wir fangen einmal mit einem weißen Gürtel an. Weißes Anfänger. Nach weiß kommt blau, nach blau kommt lila, dann kommt auch schon braun und zu guter Letzt das Schwarze. Unser Training läuft wie folgt ab. Wir trainieren hier aktuell zweimal in der Woche. Mittwochs im Kimono und freitags ohne Kimono. Und wir machen uns immer gemeinsam warm. Wir haben danach einen kurzen Rückblick auf die Woche, was wir davor gemacht haben, um nochmal ein bisschen aufzufrischen. Dann fangen wir an, diese Puzzleteile, die wir verwenden, immer mehr und mehr fortzuführen, zu ergänzen. Anschließend, wenn wir das gemacht haben, haben wir noch ein bisschen Zeit zum Sparring machen. Wir nennen das Rollen, dass wir ein bisschen bewegen, das in einer simulierten Wettkampfumgebung versuchen noch umzusetzen. Und so sieht eigentlich unser Trainingsablauf aus. Und meistens gibt es auch immer irgendwas zum Feiern. Da gibt es halt auch mal im Anschluss des Trainings eine schöne Pizza. So wie heute. Gibt es auch eine Pizza. Wie weit darf man das sagen? Von Enzo. Enzo Pizza, mein Sponsor. Sehr lecker. Machen wir hier jedes Mal. Der Muskulaturaufbau bei unserem Sport ist ganz wichtig, definitiv. Das führt dazu, dass Verletzungen eingedämmt werden. Man verletzt sich vielleicht nicht so leicht, ist aber auch ein bisschen kontraproduktiv, weil je mehr Muskulatur ich habe, umso mehr mit Energie muss ich versorgen, also sprich Kondition, Cardio. Und ich habe natürlich auch oft gemerkt, dass Sportler, die drahtiger, dünner sind, auch viel flexibler sind. Oh, wann habe ich mit BJJ angefangen? Das war im zarten Alter von 32 Jahren. Ich habe vorher mein Leben lang Fußball gespielt. Ich glaube so circa offiziell 25 Jahre. Das Geplänkel am Anfang, wo ich laufen konnte, mal nicht mitgezählt. Und mit 32 habe ich mich dann entschieden, was anderes zu probieren. Ich habe erstmal gar nichts gemacht und war davon nicht so begeistert, gar nichts zu tun mehr. Ich war halt immer von klein auf Wettkampfsportler. Fußball ist auch ein Wettkampf. Und darauf habe ich dann angefangen, erstmal Fitness-Training zu machen. Ja, hat mich aber nicht so ganz befriedigt, war eine schöne Sache. Und dann habe ich das Jiu-Jitsu für mich entdeckt, als ich mit dem MMA angefangen habe. Wenn man mir vor einiger Zeit, vielleicht vor 3-4 Jahren mal gesagt hätte, ey, ja, was hör mal zu, du wirst mal in dem Sport ziemlich weit hoch mitspielen, du wirst auf internationalen Wettkämpfen unterwegs sein, du wirst die Welt bereisen für diese Turniere, hätte ich einen Vogel gezeigt. Ich dachte, ach Quatsch, nie im Leben, ne? Ich kämpfe hauptsächlich in der IBJJF, das ist International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Das ist die größte Organisation, die es gibt, die hat Turniere auf der ganzen Welt. Es gibt überall, also auf fast allen Kontinenten, außer in der Arktis vielleicht, gibt es Turniere. Und auf allen Kontinenten, ich war mittlerweile 4 Stück, habe ich Turniere bestritten. Weltmetropolen wie Los Angeles, Las Vegas, New York, Tokio, Australien, Melbourne, war ich schon überall. Zu den Titeln zählen, also ich habe schon... Ich nehme jetzt mal die größten Titel, das geht schneller, das ist vierfach die WM gewonnen, viermal. Sowohl im Gi als auch im No-Gi, also mit Kimono ohne. Dann 7-mal Europameister geworden, auch mit Gi und ohne Gi. Bei der Naga habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Gürtel, ich habe leider nur Gi mehr. Pan Americans Gi, Pan Americans No-Gi, Pan Asia, Pan Pacific mit Gi und ohne Gi. Die Masters EM, Masters Asia, das sind so die größten Titel, die man holen kann. Und die habe ich überall schon mal mit meinem Namen versehen.
Ja, schönen Dank an Yara und Aaron fürs Vorbeischauen heute. Hat Spaß gemacht. Ihr habt jetzt beide den Armhebel gelernt und das innerhalb von, ich glaube, 30 Minuten. Das ist schon mal sehr gut. Nächstes Mal, wenn ihr kommen solltet, arbeiten wir sehr schnell weiter. Wenn es euch interessiert, mittwochs 19:30 bis 21:30 und freitags von 19 bis 21 Uhr. Und schon für euch, Probetraining ist hier, seid kostenlos.